Haben wir noch Platz für unser ganzes Gold? Nein, haben wir nicht. Ach du Scheiße. Als allererstes mal die Schriftrolle hier aus dem... Schriftrolle der Verschiebung. Das Gold kann man nochmal wegschmeißen. Die Schriftrolle aus dem Gürtel raus, das war hier... Was fehlt? Oh, ich brauche dir vernünftig Heiltränke... Ich bin so doof. Heiltränke kaufen können und dann kaufe ich natürlich so einen Scheiß hier. Was fehlt? Oh, ich brauche dir Hilfe. So, dann natürlich einmal zu Kane. Hallo, mein Freund. Bleibt und hört mir ein wenig zu. Ruhmes Nietenpanzer ist nicht wirklich interessant. Streitkolben der Festigkeit, Kleinschild der Festigkeit, Streitaxt des Prügels und Amulett des Tigers. 47. Wir haben ja das andere Amulett, ne? Genau. Tja, und wir haben leider das Elixier der Lebenskraft. Was kann ich für euch tun? Ein bisschen schade. Es ist ein bisschen schade. Den gleich nochmal reparieren. Wir haben ja geladen. Jetzt können wir gucken, was der Griswold jetzt an neuer Ausrüstung hat. Harnisch der Macht. Plus 15 zu Stärke. Rüstung 44. Ich bin ganz ehrlich, der reizt mich. Vor allem auch aus einem anderen Grund. Ich bin mir nämlich fast sicher, dass ich den jetzt einfach kaufe. So. Ich bin mir fast sicher, dass der Harnisch der Macht eine schwere Rüstung ist. Was bedeutet, unser Charakter müsste jetzt eine neue Optik erhalten? Na gut, wir haben jetzt 20 Lebenspunkte weniger, dafür wesentlich mehr Stärke, dadurch natürlich mehr Schaden. 4 Schadenspunkte plus, Rüstungsklasse gestiegen, dafür 20 Lebenspunkte weniger, kann ich mitleben? Und so sieht der Krieger in der schweren Rüstung aus. Den Helm hat er sich unter den Arm geklemmt. Wenn wir in das Verlies hinabsteigen, wird er ihn sich natürlich auf sein edles Haupt pflanzen. Ist auch ein cooles Detail, muss ich sagen. Und damit haben wir jetzt auf die dritte Rüstungsklasse upgegradet. Arcane Valor hat uns von Ebene 5 den ganzen Weg bis einschließlich der Ebene 13 begleitet. Es hat seinen Zweck erfüllt. Es hat seinen Dienst geleistet. Jetzt ist es an der Zeit, dass der Nachfolger an seine Stelle tritt. Wir verkaufen die Rüstung, kriegen dafür 10.500 Goldstücke zurück. Das ist die Hälfte von dem, was wir gerade eben bezahlt haben. Noch ein paar Schriftrollen, die können wir noch schnell verkaufen gehen, bevor ich hier das Inventar aufräume. Und dann ist es auch an der Zeit, mal wieder eine kleine Aufnahmepause zu machen. Wir haben ziemlich viel geschafft in dieser Aufnahme, genauso wie in der letzten Aufnahme auch. Also wir kommen im Moment eigentlich ziemlich gut durch das Spiel. Das Finale ist nicht mehr fern. Die Geschichte wird auch ein bisschen an Fahrt aufnehmen ab der nächsten Ebene. Wenn wir dann auch wieder ein paar Quests kriegen. Ah, eine dürstende Seele, die nach Antworten sucht. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Das war's schon, ne? Haben wir's schon geschafft. Jawohl. Das restliche Gold, was wir hier jetzt noch haben, das lasse ich jetzt einfach mal spontan im Inventar. Es nimmt ja nicht wirklich Platz weg. Wenn wir jetzt bei Pepin vorbeikommen, auf dem Weg zurück zum Höllenschlund, werde ich natürlich noch ein paar Tränke kaufen. Denn wer weiß, welche Schrecken uns auf der nächsten Ebene wieder erwarten. Ich hoffe da auf ganz bestimmte Schrecken. Einfach wegen der Monstertypen, wo wir wieder bei dem Thema wären. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid auch in der nächsten Aufnahme wieder mit dabei. Ich brauche dir Hilfe. Wenn wir uns dann mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit dem finsteren Herrn des Schreckens selbst entgegenstellen. Na, einen könnte ich noch, ne?
Was fehlt? Ich brauche dir Hilfe. Achso, und dann können wir mal gucken. Hier sind sie. Elixier der Magie, Elixier der Magie, Elixier der Magie. Jetzt haben wir natürlich bei Adria nicht geguckt, was die im Angebot hat. Es ist letztendlich auch egal. Unsere Werte sind ganz gut. Ich mache jetzt hier eine Aufnahmepause. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Danke fürs Zuschauen. Ich bin der Rio. Gute Nacht. Gute Nacht? Wo geht's denn hier rein? Oh Gott, das ist ja peinlich. Gute Nacht. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Diablo. Wir haben Ebene 14 betreten. Die Wände aus Blut haben uns hier schon begrüßt. Das sieht schon... Wenn man bedenkt, dass das hier von vor über 20 Jahren ist, nicht über 20, aber fast 20 Jahre alt, das sieht teilweise schon ganz cool aus. Ich würde auch ganz gerne mal den Helden hier aus der Nahsicht zeigen, wie bedrohlich und einfach nur badass der jetzt aussieht. Leider kann ich in der Konsolenversion hier nicht reinzoomen, in der PC-Version ginge das. Da könnte ich jetzt ranzoomen und könnte euch das Ganze aus der Nähe zeigen. Wow, das sieht doch sehr nach Sukuben aus. Aua. Und ich drücke schon wieder die falsche Taste. Sukuben bedeutet, ich brauche meinen Bogen. Denn alles andere hat keinen Sinn. Da ärgere ich mich nur. Und das bedeutet auch, dass wir wahrscheinlich wieder relativ zügig in die Stadt zurückkehren. So, die sind so... Weiß nicht, sind wahrscheinlich Snow Witches. Aber ich muss gleich nochmal auf die Liste gucken. Ich meine mich zu erinnern, dass es einen Sukuben-Typ gibt, der Snow Witch heißt. Das käme ja hin. Hier mit den blauen Dings und alles. Den blauen Bloodstars. Denn ja, ich habe auch jetzt hier in der neuen Aufnahme natürlich meine getreue Liste wieder mit dabei. Muss nur ganz kurz hier mal... Ja, das ist jetzt nicht so interessant. Wo sind sie denn? Da unten sind sie. Zack, machen wir mal kurz nebenbei hier die Liste auf. Ich kann ja nebenbei schon mal weiter marschieren, während die Seite lädt hier. Hallo? Es ist verdammt ruhig hier und da ist auch schon der Gang nach Ebene 15. Es ist verdammt, verdammt ruhig hier. Muss doch irgendwo mal was los sein. Das ist ja schon bald langweilig hier. So, ich gucke kurz. Und tatsächlich, Snow Witches. Die zweite Sukubenstufe. Monster Level 26. Hier gibt's schwarze Ritter. Habe ich gerade gemerkt. Ein Vorteil, den die Konsolenversion von Diablo gegenüber der PC-Version hat, ist, wenn wir hier ins Inventar gehen, dann pausiert die Action. In der PC-Version läuft es ja weiter. Das macht On-the-Fly-Waffenwechseln ein bisschen komplizierter. Nicht unmöglich, aber schwieriger. Und ich bin ja ehrlich, ich hatte auf andere Monster gehofft, denn es gibt ja immer noch zwei Monstertypen, die wir doch so überhaupt nicht gesehen haben in diesem Spiel. Ulschalal, der Schlachter, ist geschlachtet worden. Und zwar sowas von. Hat einen Visierhelm gedroppt. Der vielleicht von den Werten ja gar nicht... Na, Rüstung 8... Müsste schon gute Werte haben, dass wir da wechseln. Ich habe hier nebenbei nochmal die Liste für die Ritter aufgemacht. Dass ich da gleich nochmal einen Blick drauf werfen kann. Auch im Hinblick auf diesen Ritter, den wir hier gerade getroffen haben. Und das sieht schon wieder... Sind das normale Sukuben oder was ist das da oben? Anstatt hier ständig auszuweichen, sollte ich vielleicht einfach mal auf den Bogen wechseln. Dann hier nebenbei diesen Trank einmal trinken. Oh.
Ja, es sind ganz stinknormale Sukuben. Die allerdings ganz schön austeilen. Meine Güte. Stellt euch mal vor, wir hätten hier für diese Ebenen keine Fernkampfwaffen. Das könnte ganz schön ungemütlich werden. So, ich wollte nur kurz gucken, was das für ein Typ gewesen ist. Grey Ward, the Slayer. Eine Doomguard. Der Held eben. Also eine Schicksalswache. Das hier wieder ein schwarzer Ritter. Ja, dieses Hin- und Hergeschalter zwischen den Waffen ist ein bisschen nervig. Oh, die Axt sieht ja ganz schön cool aus. Aber es ist besser, als ständig hinter den Sukuben herrennen zu müssen. Glaubt mir das. Wo ich gerade dabei bin und hier die Liste aufhabe, wollte ich ja nochmal gucken nach Sukuben-Bossen. Es gibt für Ebene 14 nur einen Sukubus-Boss und das von einer Monstergattung, die wir hier noch nicht getroffen haben. Kann also durchaus sein, dass wir... Ja! Seht ihr das Vieh hier? Diese Schlange hier? Das ist eine Clown-Viper. Oder Viper auch. Santaroth, der Jäger. Steel Skull the Hunter im englischen Original. Aber vielmehr freue ich mich darüber, dass diese Viper, diese Clown-Viper hier aufgetaucht ist. Denn das ist einer der beiden Gegnertypen. Wow. Drago Ignis. Einer der beiden Gegnertypen, auf die ich noch gebaut hatte, dass wir die vielleicht hier noch irgendwann treffen. Ihr seht, wie nervig das ist, hinter so einem Sukubus hinterher zu rennen. Deswegen spare ich mir das. Komm her, du Ritter. Dich machen wir zuerst fertig und dann schalten wir wieder Waffen um. Ist jetzt vielleicht nicht so spannend, hier zuzugucken, wie ich ständig die Waffen hin und her schalte. Aber ist, wie gesagt, immer noch besser, als den Sukuben hinterher rennen zu müssen. Nebenbei mal heilen. Oh, hallo? Die treffen wir nicht. Dann schießen wir mal von hier. Jetzt treffen wir wieder. Wunderbarstens. Die Feuer der Hölle. Und ein Kessel. Oh, und eine Sukuben. Frau da unten noch. Die Hexe Sternenauge. Oh. Mit der habe ich hier gar nicht gerechnet. Das ist der Sukubenheld, von dem ich gesprochen habe. Tatsächlich ist sie nämlich ein Hellspawn-Held. Hellspawn, die dritte Sukubenklasse, die wir hier noch gar nicht gesehen haben. Sie hält verdammt viel aus. Es hilft natürlich auch nicht, dass dann schwarzer Ritter neben mir steht und ständig auf mich einprügelt nebenbei. Und uns gehen hier schon wieder die Heiltränke aus. Das passiert hier unten wirklich viel zu schnell. Ich baue... Prinz... Was? Wie hieß das Vieh? Bitte bringt mich nicht um, hört mich an. Ich war als Hauptmann in der Rittergarde von König Leorich. Und ich habe das Gesetz dieses Landes mit Ehre und Gerechtigkeit verteidigt. Dann aber fiel sein Fluch auf uns, wegen der Rolle, die wir bei seinem tragischen Tod gespielt haben. Während sich meine Mitstreiter in ihr grausiges Schicksal ergaben, bin ich aus der Grabkammer des Königs geflohen. Seitdem suche ich nach einer Möglichkeit, mich von diesem Fluch zu befreien. Das bisher habe ich versagt. Ich habe nur von einem goldenen Elixier gehört, das den Fluch von ihr nehmen und meiner Seele den Frieden des Todes bringen könnte. Aber ich konnte es nie finden. Meine Kraft lässt nun langsam nach. Und damit verblieb auch der letzte Rest von Menschlichkeit in mir. Bitte helft mir und findet das Elixier. Ich werde euch für eure Mühe entlohnen. Das schwöre ich bei meiner Ehre. So, ich habe eben schon gedacht, der lacht da nah, der ist vielleicht verbuggt. Prinzeps Charibs, das sind die Steel Lords, die dritte schwarze Ritterstufe. Ich habe erst gedacht, der Lachdanan, der ist irgendwie verbuggt.
weil er auf uns zugekommen ist und hier nach uns schlagen will. Aber tatsächlich steht der Lachdanania hier unten. Ne, seht ihr das? Da steht noch einer. Hier schön an der Wand versteckt. Aua. Und wartet darauf, dass wir ihm das goldene Elixier bringen. Lachdanan, ja, der Anführer der Ritter von Westmarch gewesen. Die sich ja gegen König Leoric gestellt haben, als der den Verstand verloren hat. Lachdanan tatsächlich sogar der, der ihn letztendlich niedergestreckt hat. Der edelste seiner Ritter, quasi der Lancelot. Venefica Nixus. Okay. Nixus ist hier. So, den machen wir mal so fertig. Auf die Schnelle, was ist denn das für ein Buch? Ein Buch über den heiligen Blitz? Oh Mann, Leute, ihr nervt. Ich versuche hier in aller Ruhe was zu erzählen. Auf jeden Fall, der Lachdanan steht hier und hat uns jetzt unsere nächste Quest gegeben. Wir sollen ihm das goldene Elixier bringen, das ihn von dem Fluch befreien soll. Dieses goldene Elixier, das finden wir dann auf Ebene 15. Jetzt aber will ich erstmal gucken, was dieser Kessel hier macht. Und dazu muss ich als allererstes mal wieder meine Schreinliste aufmachen. Denn wir wissen ja, die Kessel, die haben zufällige Effekte. Ich kann mir also nur dann von dem Text, der hier gleich eingeblendet werden wird, herleiten, was für ein Effekt es gewesen ist. Wissen und Weisheit auf Kosten deiner selbst. Knowledge and wisdom at the cost of self. Magie plus 2. Aber das kann irgendwie nicht alles gewesen sein. Lebenskraft haben wir auf jeden Fall nicht verloren. Geschicklichkeit auch nicht. Magie ist gestiegen. Stärke, ich kann es nicht einschätzen. Auf jeden Fall hat sich unser Schaden nicht geändert. Na gut. Dann ist das jetzt so. Dann nehme ich das mal so hin. Wir müssen uns jetzt merken... Die Vipern. Ich hatte gehofft, dass die hier noch auftauchen. Heißen tatsächlich nur... Mensch, jetzt komm nochmal her, hier. Heißen hier in diesem Spiel tatsächlich nur Vipern. Ich habe sie ja jetzt Klauenvipern genannt. Das liegt daran, dass dieser Monstertyp natürlich in Diablo 2 wieder auftritt und da sogar Teil der Hauptquest ist. Noch ein Grund mehr, warum ich gehofft habe, dass die hier noch kommen. Boah, ist das nervig. Ist das nervig mit diesen Bloodstar-Viechern. Bloodstar, ja, dieser Zauberspruch, den diese Kuben ja auf uns feuern. Noch, das ist jetzt nicht euer Ernst. So haben wir aber nicht gewettet hier. Das ist ein Zauberspruch, den kann ein Magier tatsächlich sogar auch lernen. Meine Güte. Diese Sukuben, die nerven. Und weil sie genauso schnell sind wie wir, ist es relativ schwierig, sie einzuholen. Noch ein Grund mehr, warum ich hier mit dem Bogen kämpfe. Das vereinfacht und beschleunigt das Ganze einfach ungemein. Kostet uns zwar wahrscheinlich insgesamt mehr Lebenspunkte, weil wir ja quasi Schläge mit den... wechseln. Die erwischen uns, wir erwischen sie. Und wir haben ja nichts zum Abblocken. Ich weiß auch nicht, ob man das abblocken könnte im Zweifelsfall. Da kommt wieder ein Ritter. Ich schalte wieder zurück. Und da die Klauenvipern jetzt hier tatsächlich auch aufgetreten sind, gibt es damit jetzt nur noch einen Monstertypen, den wir noch nicht gesehen haben. Und der potenziell auch auf Ebene 15 noch auftreten könnte. Leider nicht auf Ebene 16, weil Ebene 16 nicht zufällig generiert wird, sondern immer das gleiche Layout hat. Und es gibt hier entschieden zu viele magische Gegenstände. Jetzt muss ich gucken, ob wir überhaupt noch Platz dafür hätten. Ja, haben wir, aber dann kann ich nicht mehr auf den Bogen umschalten, wenn ich jetzt irgendwelche Sukuben erwischen sollte hier. Ich sehe mich noch ein bisschen um. Im Zweifelsfall müssen wir halt mal einen Town Portal machen. In diesem Fall hier jetzt zum Beispiel. Ich versuche es erst nochmal, das irgendwie unterzukriegen. Das sieht schlecht aus.
Sieht sehr schlecht aus. Es ist auch gemein, dass diese Äxte hier 6 Felder verbrauchen. Weil man könnte den Helm theoretisch hier noch wunderbar hinpacken, weil da ist kein Teil von der Axtgrafik drin und nix. Naja gut, wir hauen ihn hier mal kurz auf den Boden. Ich muss mir nur merken, dass der da liegt. Wir sehen uns hier hinten noch ein bisschen um und sonst... Wir müssen ja sowieso die Lachdanan-Quest mit den Dorfbewohnern besprechen. Bietet sich ja an, das hier dann gleich zu machen. Dann müssen wir potenziell nicht nochmal wieder ins Dorf zurück, wenn wir dann das goldene Elixier finden. Ich werde erst nochmal gucken, was hier in den Fässern drin ist. Eine Stadtportal-Schriftrolle, die kommt quasi wie gerufen jetzt hier. Denn wir brauchen sie ja sowieso. Einmal das Gepäck zurückgepackt, damit wir jetzt hier den Platz haben für den Helm. So. Der Helm eingesammelt. Und dann der Stadtportal-Zauber gesprochen. Ein paar Gespräche erwarten uns. Nur so als Vorwarnung schon mal für die, die es nicht so wirklich interessiert.